Hi, um es ganz kurz zu machen, das öffentlich-rechtliche Content-Netzwerk Funk, das vergangene Jahr über in unserem Format Lösch dich häufiger mal scharf von uns kritisiert wurde, hat vor wenigen Tagen eine Dokumentation veröffentlicht, bei der Aussagen von uns aus dem Kontext gerissen wurden, um uns als rechtsradikale Internet-Trolle auf einer Linie mit der Identitären Bewegung und Reconquista Germanica darzustellen. Unterstützt wurde das Ganze dann durch einen Beitrag im Neo-Magazin Royal, in dem Jan Böhmermann unter anderem zum Doxing rechter Internet-Trolle aufruft, also zum Veröffentlichen privater Informationen. In dem Zusammenhang zeigt er auch ein Bild von uns, bezeichnet uns als Trolle, zeigt irgendwelche Nazi-Aufmärsche und wiederum Reconquista Germanica, womit wir absolut nichts zu tun haben, genau wie mit diesen Aufmärschen. Dazu verweist Jan Böhmermann ebenfalls auf bereits erwähnte Funk-Dokumentation, in der wir, wie erwähnt, manipulativ dargestellt werden, um in ein rechtes Lager gerückt zu werden. Er gibt uns also mehr oder weniger zusammen mit rechtsradikalen Internethetzern zum Abschuss frei und ruft seine hunderttausenden Zuschauer zu Straftaten gegen uns auf. Es soll hier jetzt auch nicht darum gehen, diese Doku oder den Neo-Magazin-Beitrag zu zerpflücken und irgendeinen Internetkrieg anzuzetteln. Wir wollten einfach nur ein paar Dinge richtigstellen, die unserer Meinung nach falsch dargestellt und aus dem Kontext gerissen wurden. Einer der Hauptgründe für diese Missverständnisse war der Begriff Troll an sich und dessen Definition. Für mich, der diesen Begriff nun schon seit ungefähr 10 Jahren verwendet, heißt das was ganz anderes als für die Leute, die aktuell von Trollen sprechen. Für mich bedeutet das eher ein schelmisches Herumgealber, wo vielleicht mal jemand aufs Korn genommen oder ein bisschen veräppelt wird, allerdings ohne ernsthafte Schäden oder politische Agenda. Wir werden während der gesamten Dokumentation als Trolle bezeichnet, es wird auch unten eingeblendet. Unser Format Lösch dich wird als Trollformat bezeichnet. Dabei wird Troll in dieser Dokumentation als Kampfbegriff verwendet, der eigentlich synonym ist mit sowas wie rechtsradikaler Internethetzer. Dass wir beide jetzt in diesen Beiträgen, vor allem in einer Dokumentation, die denselben Namen trägt wie unser erfolgreichstes Format, in einen Zusammenhang gebracht werden mit Reconquista Germanica oder der Identitären Bewegung, hat uns auch sehr schockiert. Wir distanzieren uns von beiden Gruppen ausdrücklich sowie von allen anderen rechtspolitischen Organisationen. Wir haben nie irgendetwas mit denen zu tun gehabt und das soll auch in Zukunft so bleiben. Ich fand solche Distanzierungsaktionen eigentlich immer ein bisschen albern. Einerseits, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass wenn man unvoreingenommen unsere Inhalte konsumiert, man eigentlich relativ schnell feststellt, dass wir weder rechtsradikal noch rassistisch noch sonst irgendwas sind. Andererseits, weil die einen permanent als Nazi bezeichnen, wahrscheinlich sowieso nicht davon umgestimmt werden, wenn du mit guten Gründen erklärst, wieso das einfach nicht der Fall ist. Aber die Sache ist, wenn man medial repräsentiert wird, kann man nicht davon ausgehen, dass alle Zuschauer sich aus erster Hand ihr eigenes Bild übereinmachen werden, sondern die werden wahrscheinlich mit dem Bild nach Hause gehen, was sie da vermittelt bekommen. Insbesondere, wenn es sich um einen Dienstleister mit einer gemeinen, hohen journalistischen Reputation handelt. Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Bildungsauftrag sowie eine Obligation zu neutraler Berichterstattung ohne Eigeninteresse. Die monatlichen Gebührengelder sind quasi die Bürgschaft für diese journalistischen Standards. In den Programmgrundsätzen der ARD verpflichten sie sich unter anderem zur Einhaltung folgender Punkte: die Achtung der Menschenwürde, die Aufforderung für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung einzutreten, die Pflicht, das gesellschaftliche Meinungsspektrum möglichst umfassend und fair wiederzuspiegeln, die Verpflichtung zu wahrheitsgetreuer und sachlicher Berichterstattung sowie zur sauberen Trennung von Nachrichten und Kommentaren und schließlich das Recht zur Kritik wie das Recht kritisierter Personen oder Institutionen, ihre Gegenposition darzulegen. Aufgrund der momentanen Situation ist es daher an der Zeit für uns mal zu einigen Dingen zu äußern, die uns sonst wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit vorgeworfen werden würden. Kurze Hintergrundgeschichte zu dem Interview. Wir haben vor über einem Jahr unter unserem Video über Susie Grime einen Kommentar von Auf Klo gefunden, da wir auch Beiträge von Susies Auftritt in der Sendung Auf Klo verwendet hatten. Sie haben uns in diesem Kommentar zu einem Interview eingeladen. Wir fanden die Idee super, dass sie sich auch mal mit ihren Kritikern auseinandersetzen. Haben sie ihnen dann gesagt, wie sie uns erreichen können. Wir haben ein bisschen miteinander geschrieben. Dann irgendwann ein paar Monate später konnten wir einen Termin für ein Vorgespräch ausmachen. Da haben wir die zwei Redakteure von Auf Klo getroffen, haben gut 2 Stunden mit denen geredet, uns gegenseitig kennengelernt. Hinterher sagten die uns dann, ja, wir schreiben euch diesbezüglich. Dann kam erstmal eine längere Zeit nichts, aber irgendwann schrieben sie uns dann doch und meinten, wir hätten euch gerne bei einem Beitrag dabei, allerdings nicht bei Auf Klo, sondern bei etwas anderem. Was es genau wird, wurde uns dann nicht gesagt. Auf näheres Nachfragen wurde uns gesagt, dass es um eine Doku geht,
wo sie auch gerne mit uns sprechen würden und über unseren Content reden würden, da wir ihr Funk öfter mal kritisiert hatten. Dass da auch Reconquista Germanica oder IB drin vorkommen, wurde mit keinem Ton gesagt. Nach dem Interview wurde uns gesagt, dass irgendwie auch Raik Anders so ein bisschen mit dabei ist. Was der da tut, wurde uns nicht gesagt. Uns wurde das mehr verkauft, wie wir lassen Funk-Revue passieren und wir lassen auch ein paar Kritiker mal zu Wort kommen. Wir wollen mal mit euch über eure Intentionen reden und dass wir dann in diesen Beitrag geschnitten wurden und wie diese Ausschnitte zerschnitten wurden und teilweise mitten im Satz gecuttet wurden, darüber wussten wir bis zur Veröffentlichung auch nichts. Zwar hat Funk ein komplettes Transkript des Interviews mit uns veröffentlicht, allerdings muss man, um zu diesem Transkript zu gelangen, erst in den Tiefen der Videobeschreibung der Dokumentation auf einen Zweitkanal klicken, auf diesem Zweitkanal dann wiederum auf ein Video mit einem längeren Zusammenschnitt des Interviews mit uns und bei diesem längeren Zusammenschnitt wiederum in der Videobeschreibung auf einen Link, der dann zum Transkript verweist. Dementsprechend hat die eigentliche Dokumentation mittlerweile auch über 300.000 Aufrufe und der Zusammenschnitt, bei dem man das Transkript findet und sich ein besseres Bild der Situation machen kann, hat gerade mal 20.000. Bei uns findet ihr das Transkript in der Videobeschreibung. Dazu haben wir das Gespräch mit Funk selbst mit aufgezeichnet. Wie bereits erwähnt, sind wir beiden natürlich keine Rechtsextremen. Wir haben weder was mit der identitären Bewegung noch mit Reconquista Germanica zu tun. Im Gegenteil, wir finden das selbst beide scheiße. Das weiß aber eigentlich auch jeder, der unsere Videos gesehen hat, und das wusste auch Funk. Wir haben vielleicht mal den ein oder anderen provokanten Witz gemacht, aber wenn es um explizite politische Grundsätze ging, haben wir uns eigentlich immer für klassische linke Werte ausgesprochen. So auch im Interview mit Funk. Ich habe mich nie wirklich als eine politische Person betrachtet, aber das ist schon so, dass so die Dinge, die ich wichtig finde, so klassische linke Grundsätze sind, wie dass alle Leute gleich sind und man sie nicht anhand von Sexualität, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität beurteilen soll. Weswegen ich auch ganz massiv gegen diese SJWs bin, weil die gerade das momentan wieder aufleben lassen, indem sie Leute anhand ihrer Hautfarbe, Sexualität, Geschlecht und so weiter beurteilen. Ja, dann noch, dass ich einen hohen Anspruch an vernünftige Argumentation habe, dass ich dogmatische Ideologien ablehne. Das sind so die Dinge, die mir, denke ich, in erster Linie wichtig sind. So ein säkularer Staat, ganz gegen Einflussnahme von Religion, was man halt so als klassische linke Grundsätze kennt. In der Dokumentation wird von Raik Anders behauptet, dass wir beiden uns darüber ärgern würden, dass man in Deutschland den Holocaust nicht leugnen darf, in Bezug auf unser Interview mit der Sendung Netzprediger. Es ging aber nie darum, dass wir beiden den Holocaust leugnen wollen oder dass wir uns darüber ärgern, dass man das nicht darf. Das haben wir in diesem Gespräch aber auch explizit so gesagt. Es war eine reine Debatte über das Thema Meinungsfreiheit am Ende eines zweistündigen Interviews. Dass man den Holocaust leugnen können soll, war nie eine Position, für die wir uns im Voraus oder im Nachhinein besonders stark gemacht haben. Es war lediglich eine spontane Zuschauerfrage, auf die wir ebenso spontan geantwortet haben. Und das zugegebenermaßen nicht sehr souverän und sehr ungeschickt. Wir stehen deshalb auch nicht mehr zu 100% hinter dem, was wir damals gesagt haben. Mir persönlich ging es dabei hauptsächlich um dasselbe Argument, was beim häufig diskutierten NPD-Verbot auch immer wieder angeführt wird.
Wenn diese Menschen öffentlich ihre menschenverachtenden Ansichten äußern dürfen, dann weiß jeder, mit wem er es da zu tun hat. Des Weiteren ging es mir auch noch darum, dass es meiner Meinung nach im Sinne einer offenen Debatte möglichst wenig Tabuthemen und Gedankenverbote geben sollte. Das ist gerade bei dem Thema besonders unangebracht, das sowas zu sagen, besonders so ungeschickt, wie wir das formuliert haben und wie das auf Außenstehende wirken mag, die uns nicht kennen, war uns zu dem Zeitpunkt in dem Ausmaß nicht bewusst. Wir sehen das heutzutage auch sehr kritisch, was wir da gesagt haben, es ist aber keinesfalls so, wie es in der Doku dargestellt wurde. Was mir in der Dokumentation ebenfalls zur Last gelegt wird, ist, dass ich mal ein T-Shirt mit der Aufschrift HKNKRZ in einem Rap-Battle-Turnier getragen habe. Wieso ich das gemacht habe, habe ich ebenfalls im Interview mit Funk erklärt, in einem Teil, der nicht ausgestrahlt wurde. Mittlerweile wurde das Ganze mit HKNKRZ ja sowieso dadurch beeinflusst, dass tatsächlich Nazis angefangen haben, das zu kopieren und in ihren eigenen Shops zu vertreiben. Ja, es war halt eigentlich unsere Idee, sie haben das nachgemacht, ohne uns zu fragen und finden weiter Scheiße. Das ist ein Selbstläufer, ne? Damals war das halt noch, so 2012 waren diese ganzen Run-DMC-T-Shirts halt an jeder Straßenecke zu sehen. Und wir haben uns halt gedacht, ja, was ist denn das kontroverseste, geschmackloseste, was man daraus machen kann. Und dann hat sich halt dieses Design entworfen, was ja auch keine explizite Aussage ist, weil das haben wir, wie gesagt, nie gemacht. Wir haben ja nie, keine Ahnung, ein T-Shirt getragen, wo halt ein tatsächliches Hakenkreuz oder so drauf so wie Sid Vicious das zum Beispiel damals gemacht hat. Der auch ein bekannter Rechtsradikal war. Ja, sehr. Wir wollten uns lediglich auf provokante Art und Weise über dieses zigfach verwendete Run-DMC-Design lustig machen. Und ja, nachdem ich 2015 in besagter Rap-Battle-Runde das T-Shirt getragen habe, wurde das Design von Neonazis kopiert und in Neonazi-Shops vertrieben. Und wie haben wir darauf reagiert? Wir haben aufgehört, das Design zu benutzen, weil wir das selber scheiße fanden. Es hat mich wirklich angewidert, dass unser Design von Nazis kopiert wurde und ich habe seitdem dieses T-Shirt auch nicht mehr getragen. Auch wird mir vorgeworfen, unter anderem sowas wie frauenfeindliche oder homophobe Dinge gerappt zu haben. Und natürlich meine ich solche Aussagen innerhalb von Rap-Texten nicht ernst. Ich meine das ungefähr genauso ernst, wie wenn ich rappe, dass ich ein Millionär bin, der in einer riesigen Villa wohnt oder so. Ich spiele dabei lediglich mit Klischees, die innerhalb von Battle Rap absolut üblich sind und versuche das Ganze damit ins Lächerliche zu ziehen. Und ich habe auch versucht, durch meine Videos das Ganze mehr als deutlich zu gestalten. Ich meine, da laufen schlecht animierte Dinosaurier durchs Bild, ich rauche irgendwelche CGI-Joints oder rappe auf den Beat von Thomas die kleine Lokomotive. Aber wenn ich dann irgendwas vermeintlich Homophobes oder so sage, dann soll das auf einmal todernst gemeint sein. Eine der Hauptaussagen in unseren Löschdich-Folgen war eigentlich bisher auch in jeder Folge, dass man Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts oder was auch immer beurteilen soll. In dem gleichen Lied, das immer zitiert wird, um mir rechte oder antisemitische Tendenzen zu unterstellen, sage ich über meinen Gegner übrigens auch sowas hier. Denn du bist nicht nur ein echter Glatzkopf, den Fotos nach zu urteilen bist du Bitch ein rechter Schwachkopf. Du bist seit man denken kann ein Skinhead und entstammst deiner Familie voller Fremdenhass und Inzest. Das wird für dich hier kein Schlaraffenland, wenn nach der Runde jeder Deutsche weiß, dass du Kanacken hast. Weiß, dass du ne Macke hast, Tor Steine auf der Jacke hast und weiß, dass dir dafür bald einer eifrig auf die Backen klatscht. Klar kann man diese Art von Humor scheiße und nicht lustig finden, aber mir aufgrund dessen zu unterstellen, ein homophober Frauenfeind oder gar Antisemit zu sein, ist lächerlich. Natürlich war es rückblickend betrachtet nicht unbedingt schlau, so stark zu provozieren. Das ist jetzt mittlerweile aber auch schon 3 Jahre her und das war mir damals mit Blick auf das, was ich in meiner Zukunft machen würde, noch nicht bewusst. Im Nachgang zur Doku von Raik Anders und Böhmermanns Werbung dafür wurde auf Twitter noch von Chahak Shapira ein Foto von mir gepostet und von Jan Böhmermann geretweetet. Auf diesem Foto bin ich zu sehen mit verschiedensten Wörtern und Symbolen auf dem Oberkörper gemalt, unter anderem leider eine Swastika. Ich denke mal, es ist wichtig zu erfahren, wie es dazu gekommen ist. Also,
Ich war letztes Jahr im Sommer mit Freunden und Freundesfreunden unterwegs. Wir haben einige Cocktails und einige Biere getrunken. Ich war irgendwann wirklich schon sehr betrunken. Jemand zog einen Edding und meinte, wir malen uns jetzt alle an, wie ziellose, besoffene Jugendliche sowas halt manchmal machen. Und ich habe dann alles Mögliche auf den Oberkörper gemalt bekommen. Leider hat eine der anwesenden Personen auch ein Hakenkreuz gemalt. Jemand anders hat das fotografiert und auf meinem Twitter-Account gepostet. Ich fand die Aktion jetzt auch nicht so toll. Ich habe das Foto auch direkt am Tag danach wieder gelöscht. Aber wie das im Internet halt so ist, hat es halt leider schon jemand gespeichert gehabt und es irgendwo weitergeschickt. Was mich sehr enttäuscht hat, war, dass ich dieses Foto schon vor ungefähr einem halben Jahr auf Shahaks Twitter-Account gesehen habe. Ich habe ihn daraufhin drunter kommentiert, dass ich gerade einen Stream übertrage und er ja gerne in den Discord dazukommen kann, damit wir das mal bereden, weil es wirklich so wirkte, als ob er glaubt, dass ich ein Nazi bin. Ich habe ihm das alles erklärt. Er hat in dem Stream auch gesagt, dass er mich nicht für einen Nazi hält. Und wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich den Stream aus dem Archiv nehme. Wir hatten ihn nämlich gegen Ende gefragt, ob das okay ist, wenn das archiviert bleibt. Er wollte das nicht so gerne. Ich habe den dann rausgenommen und im Gegenzug dafür hat er gesagt, okay, ich nehme das Bild auch raus. Jetzt, über ein halbes Jahr später, wo wir im Kreuzfeuer stehen, postet er das auf einmal doch wieder und ich bin ziemlich enttäuscht von ihm. Ich habe es ihm ja damals erklärt und er hatte damals sogar das hier darüber gesagt. Einer von denen halt dann noch ein Hakenkreuz zugemalt und ich habe halt ehrlich gesagt nicht gesehen, was die gemalt haben. Dann wurde ich halt da irgendwie fotografiert. Man sieht ja auch in dem Bild, gucke ich da irgendwie nach vorne. Ich habe da gar nicht runtergeguckt. Die haben da irgendwas gemalt und gesagt, komm, machen wir ein Foto. Und ist dumm gewesen. Ja, ich habe ja schon gesagt, es ging ja um den Kontext. Es ging nicht um das Bild an sich. Ich würde wahrscheinlich auch ein Hakenkreuz hier drauf malen, wenn du die schaust. Ich und Serdar, weißt du, wie wir uns grüßen? Serdar, so mit Heil Hitler. Okay, ja, sehr kreativ. Raik Anders behauptet in der Dokumentation auch, dass wir uns online gerne von Rechten wie Martin Sellner als digitale Freiheitskämpfer bejubeln lassen. Direkt danach sagt Raik, dass bei kritischer Nachfrage an uns plötzlich alles nur Spaß sei. Wobei er eindeutig suggeriert, dass wir in Wahrheit natürlich auch recht sind und das nur abstreiten. Im Interview mit Funk haben wir hingegen Folgendes gesagt. Also wie steht ihr dazu, wenn jemand euch erwähnt, der eindeutig rechts ausgerichtet ist? Ja, finde ich halt nicht so cool, aber ich kann es ihm ja auch nicht verbieten. Also es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass immer wieder der Sellner fällt. Also, der gehört auch halt einfach überhaupt nicht dazu. So ja, den Imp, ich, der Dr. Ranch, Schlomo, Bleilo, Sally, wir finden den halt auch alle scheiße. Ich kannte den halt auch gar nicht. Du, Dorian, ganz explizit, spielst dieses Spiel mit. Du bist, er weiß das natürlich auch, dass du ihn nicht so toll findest, aber du spielst dieses Spiel mit, du erweiterst auch diesen Raum, dieses Neurechte-Wäldchen. Ja, nee, tue ich nicht. Also ich habe überhaupt keine ideologische Nähe zu Martin Sellner. Seine Ideologie ist identitär sein, rechts sein, das ist nicht meine Ideologie. Ich möchte auch ungern eine Ideologie haben, ich habe halt so Grundsätze, an denen ich mich orientiere, aber es ist einerseits nicht meine Intention und andererseits auch zumindest meines Erachtens nach nicht das, was ich mache. Klar, das ist mittlerweile so ein Aushängeschild der Rechten, dass sie sich für Meinungsfreiheit so auf dem Papier einsetzen und gegen Political Correctness, aber das ist ja kein integraler Bestandteil ihrer Ideologie. Kurzum, wir gehören nicht zum rechten Spektrum und wir unterstützen auch nicht die Rechten, nur weil Martin Sellner uns angeblich gut findet. Es wird behauptet, wir würden den Rechten in die Hände spielen, weil ein kleiner Teil unserer Meinung teilweise auch von Rechten vertreten wird, wenngleich auch vermutlich aus anderen Gründen. Wohlgemerkt keine inhärent rechten Ansichten, wie Konservatismus oder Nationalgedanke, sondern Dinge wie Einsatz für Meinungsfreiheit und Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen. Im Wahlprogramm der AfD steht beispielsweise auch, dass die sich für höhere Renten einsetzen. Trotzdem ist nicht jeder, der sich für höhere Renten einsetzt, gleichzeitig irgendjemand, der die AfD unterstützt. Das ist ein non sequitur. Das eine folgt nicht logisch aus dem anderen. Raik unterstellt uns, dass unser Ziel als Trolle es sei, den Diskurs zu stören und Leute mundtot zu machen. Dabei sind wir, wie bereits erwähnt, keine Trolle nach Definition der Dokumentation, denn nach Definition der Dokumentation ist ein Troll einfach nur ein rechtsextremer Internethetzer.
Darüber hinaus war wortwörtlich die erste Aussage in unserem Gespräch mit den Funkmitarbeitern, dass wir für Diskurs sind. Das war ja gerade überhaupt erst der Grund, aus dem wir uns mit ihnen getroffen haben. Und da auch die erste Frage direkt, warum seid ihr hergekommen? Ich finde es halt gut, dass ihr mal so Anstalten unternommen habt, zumindest ein bisschen euch mit Kritikern auseinanderzusetzen. Weil wir beschäftigen uns jetzt schon eine ganze Weile mit Funk und allem, was damit zusammenhängt und haben das auch recht scharf kritisiert seit jeher. Und es gab da halt nie so den Anspruch, sich mit tatsächlichen Kritikern auseinanderzusetzen. Immer wenn es überhaupt mal um Kritiker ging, wurde gesagt, das sind hier die Nazis, das sind die AfD-Wähler, die Rassisten und so weiter, die Antifeministen. Und als Beispiele wurden dann irgendwelche Kommentare rausgewühlt, die so 3 Likes hatten oder dergleichen, während halt dann andere Kommentare so 500 Likes hatten und halt ganz objektive Kritik waren, so von Leuten wie Imp, von mir oder von anderen der sogenannten Skeptiker-Community, die sich mit Funk auseinandersetzte. Die objektiven Kritiker wurden von Funk seit jeher ignoriert. Stattdessen wurde diese Agenda gepusht, dass die Kritiker alle rechts sind, alle Nazis, alle Rassisten, und das ist halt offensichtlich nicht der Fall. Im Gegenzug machen sie dann genau das, was wir an ihnen kritisiert haben, und stellen uns als Nazis dar. In der Videobeschreibung wird unter anderem behauptet, dass wir uns durch Hetze auszeichnen würden und dass wir unsere Zuschauer aufstacheln und auf bestimmte Leute hetzen würden, um diese zu beleidigen und so aus dem Diskurs zu verdrängen. Die Realität ist allerdings, alles, was wir in unserem Format löschlich gemacht haben, war, die Aussagen bestimmter Personen zu beleuchten und diese zu kritisieren. Wir haben unsere Zuschauer niemals dazu aufgefordert, diese Personen zu beleidigen oder gar ihre privaten Informationen zu veröffentlichen. Das ist in der Dokumentation eine bloße Unterstellung ohne jedweden Beweis. Nach wie vor bleibt es auch dabei, wir möchten nicht, dass von irgendjemandem private Informationen geleakt werden, egal von wem. Und bitte geht auch nicht die Leute einfach irgendwie beleidigen. Bleibt konstruktiv, wenn sie irgendetwas öffentlich machen, wie ein öffentliches Video zum Beispiel, dann kann man auch öffentlich seine Meinung dazu sagen, aber nicht einfach nur stumpf beleidigen. Ein weiterer Punkt ist der Vorwurf, dass unsere Inhalte von Hass getrieben seien und wir in unserem Format löschlich unseren Hass ausleben. Zu diesem Zweck wurde auch folgende Aussage von mir zurechtgecuttet und sogar als Videotitel verwendet. Gibt ja auch, denke ich mal, gute Gründe, Leute zu hassen. Die Frage, auf die ich da geantwortet habe, bezog sich aber nicht auf unsere privaten Gründe, irgendwelche Leute zu hassen, sondern die Frage war, was ist Hass generell? Und die komplette Antwort darauf lautete folgendermaßen. Gibt ja auch, denke ich mal, gute Gründe, Leute zu hassen. So kannst wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, irgendein Diktator, der ständig Leute umbringt, würdest du es schlimm finden, wenn ich sage, ich hasse den? Also, ist das eine verkehrte Form von Hass? Solange man es gut begründen kann, wieso man eine starke persönliche Abneigung gegen irgendwas empfindet, ist da überhaupt nichts verwerflich dran. Also, klar gibt es Leute, die hassen Leute aus beschissenen Gründen. Kann man nicht einheitlich sagen, hier, der Hate, der Hass, das ist alles ganz fürchterlich. So, was würdet ihr denn sagen, was Hate oder Hass oder Hate Speech ist? Ich denke mal, ihr hasst auch bestimmt irgendjemanden. Ich weiß jetzt nicht, wer es direkt bei euch ist, aber ihr habt doch bestimmt auch schon hin und wieder mal jemanden oder eine Gruppe gehasst für irgendwas, weil die Sachen machen, die ihr falsch findet. Ist Hass also gut, wenn es aus guten Gründen passiert? Hass ist weder gut noch schlecht, das ist eine normale menschliche Emotion. Du kannst doch nicht einfach sagen, diese Emotionen, die sollte man jetzt abschaffen. Du kannst doch auch nicht sagen, ich bin gegen Traurigkeit, ich mache jetzt das No-Crying-Movement, jetzt wird nicht mehr geweint, damit die Leute dann wieder glücklich sind. Das funktioniert doch nicht. Das ist auch zum Beispiel Common Sense, dass man zum Beispiel Nazis hassen darf, dafür, dass sie andere Leute aufgrund ihrer Kultur schlechter behandeln. Diese gesamte unsägliche Dichotomie zwischen Liebe und Hass, links und rechts, Troll und Love-Troll, all das sind nur Kampfbegriffe, die nichts mehr mit ihrer eigentlichen Definition zu tun haben, sondern nicht viel mehr verkörpern als eine Gegenüberstellung von Gut und Böse. Das alles sorgt für eine Schwarz-Weiß-Sicht der Welt und für gefährliches Lagerdenken. Die Konsequenz dessen seht ihr in dieser Dokumentation. Weil wir nicht Teil des vermeintlich guten Lagers sind, werden wir automatisch auf die Seite des Bösen gestellt, auf die Seite der Trolle und werden in einen Topf geworfen mit Rechtsextremen, mit denen wir nichts zu tun haben. Und der einzige Grund dafür ist, dass wir die vermeintlich gute Seite kritisiert haben.
Infolge des sogenannten Love-Trollings erreichten uns übrigens auch einige Drohungen und Aufforderungen zum Selbstmord. Natürlich nicht von den Produzenten selbst, aber von Zuschauern. Und wo uns ja ebenfalls von ihnen vorgeworfen wurde, dass wir die Grundlage für so etwas schaffen, bleibt nur zu sagen, sowas ist immer absolut scheiße. Satire ist okay, Parodien sind okay, Kritik ist okay, Drohungen definitiv nicht. Ich würde in dem Zusammenhang auch gerne nochmal diese ganze Drachenlord-Geschichte ansprechen, da mir immer noch vorgehalten wird, ich würde doch immer diesen armen Mann ärgern. Ich weiß, dass viele Dinge, die ich in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang getan habe, falsch waren, allen voran der Mittwoch. Ich weiß, dass das eine ziemlich infantile Aktion war und dass ich das nicht hätte machen sollen. Und mittlerweile bereue ich auch sehr, dass ich daran teilgenommen habe. Keiner von uns beiden findet es gut, wenn Dorfbewohner terrorisiert werden, Angriffe ausgeübt werden oder Vandalismus betrieben wird. Ich selbst habe auch schon vor langer Zeit aufgehört, Content über den Drachenlord zu machen. Ich erwarte jetzt auch von keinem, dass man aufhört, die Aktion scheiße zu finden. Man sollte nur wissen, dass das mittlerweile jetzt auch schon 3 Jahre her ist und ich das selbst mittlerweile scheiße finde und sowas nicht mehr mache. Für alle zukünftigen Unterstellungen in diese Richtung gegenüber uns möchten wir auf dieses Video verweisen. Wenn ihr euch beschweren möchtet, dass hier manipulative Darstellungen betrieben wurde, dann schreibt eine Programmbeschwerde und wendet euch an euren jeweiligen Rundfunkrat. Ruft am besten auch an, denn Anrufe lassen sich schlechter ignorieren als Post oder E-Mail. Alle nötigen Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Kritik an dieser Dokumentation und dem ganzen Drumherum war gewaltig und wir möchten uns einmal bei jedem bedanken, der in der Sache hinter uns steht, vor allem aber bei KuchenTV und Elliot Tender, denn diese beiden haben selber schon eine Folge löschtig bekommen und haben eigentlich gute Gründe, uns beide nicht so toll zu finden. Aber selbst die haben gesagt, dass diese manipulative Darstellung einfach nicht in Ordnung ist. Hätten wir für sie übrigens auch getan, wenn sie an unserer Stelle gewesen wären. Denn Gerechtigkeit verdient jeder, egal ob man die Person jetzt mag oder nicht. Die Verantwortlichen für die Dokumentation haben übrigens kein Verständnis für die Kritik. Der Funkmitarbeiter, der uns interviewt hat, sagt, dass wir die Einzigen sind, die Schuld daran tragen, wie wir in der Dokumentation rüberkommen, da wir offensichtlich der Kritik an uns nicht gut genug begegnet sind. Dabei kann jeder aus dem Transkript entnehmen, dass wir das sehr wohl getan haben. Es wurde halt einfach nur rausgeschnitten oder nicht erwähnt. Ich für meinen Teil habe keine Lust mehr auf sowas. Ich werde mich in Zukunft nicht dadurch in Gefahr bringen, mich mit mächtigen Institutionen anzulegen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und ihre Macht so schamlos missbrauchen. Ich halte das zwar für eine wichtige Sache, aber das ist es mir nicht wert. Ich wäre gerne in einen ehrlichen Diskurs getreten und ich finde es zutiefst enttäuschend, dass die Vertreter von Funk unsere Diskursbereitschaft derart ausgenutzt haben. Mir persönlich geht das ähnlich. Ich habe zwar weiterhin Spaß daran, Videos oder Streams zu machen, allerdings habe ich gemerkt, dass man sich bei dieser Funk-Sache generell immer nur im Kreis dreht und auch generell mit politischem Content eigentlich viel auf taube Ohren stößt und die Leute einfach nur versuchen, einem irgendwie persönlich zu schaden und einem fertig zu machen und ich habe da ehrlich gesagt einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich werde weiterhin irgendwelche Dinge im Internet machen, aber es wird ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Da in Zukunft wahrscheinlich noch Kosten auf uns zukommen werden, findet ihr, falls ihr uns unterstützen möchtet, Links zu Patreon und einen weiteren Link für einmalige Spenden in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir konnten heute einige Dinge klarstellen. Macht's gut. Tschüss.